Cheerio, meine lieben Chemnitz Ultras, willkommen zurück zu FIFA 20. So, ja, das sind wieder so die typischen Mails, wie man sie kennt. Hoffmann ist ein Spiel gesperrt, weil Rote und so. Ja, der hat mich komischerweise abgemeldet wieder mal. Hier bei EA. Keine Ahnung warum. So, Hertha. Nein, wir haben gesagt, wir machen heute das Spiel gegen Dingsbums. Wir spielen das Spiel gegen Barca wieder mal. Genau, das Rückspiel. So, dann hier erst einmal. Ob Su irgendwann mal zurückkommt. Ja, so eine Frage gerade, ob Su jenseits wieder zurückkommt. Das erleben sie in der nächsten Folge. Nein. Ich weiß es nicht. So. Und dann Trainer Scouting aus Nigeria. Nein, ich habe gesagt 500.000 muss das schon sein. Auch mit das, was ich da gerade gesehen habe. Wie gesagt, außer es ist ein Potenzial von 84 bis 94. Den ist es wieder was, egal, anderes. Sehr schön. So. Barcelona. Das ist Rückspiel im Halbfinale. Bienvenidos a la rueda de prensa. En breve comenzaremos con las preguntas. Wie schätzen Sie Ihre Chancen? Wir müssen konzentriert bleiben, definitiv. So, haben wir deutlich einen Sieg beeinflussen. Die Jungs haben klasse gespielt. Und zuletzt hat ihr Team schwankende Leistung gezeigt. Die Spieler werden sich verbessern. So. Das hat unsere Mora schon mal auf sehr glücklich gebracht. Mal sehen, ob müssen wir auf Gil wieder verzichten. Ja. Gil ist wieder mal K.O. Dafür holen wir bei Allen rein. So, lassen wir das jetzt mal so und spielen los. Gegen Barcelona. Und hoffen, ins Finale zu kommen. Jetzt spiele ich das Ergebnis war 0-0. ML Libra Libertador. Libertador. Ja, wir wollen uns nicht angucken, wir kennen die Ausstellung mittlerweile. Jetzt nicht, dass die da so großartig was verändert haben. Ich finde es sehr amüsant, dass das Dembélé dann auch spielt. Abseits. Ich muss mir immer ein bisschen aufpassen. Ich lasse mich da mal so leicht ausspielen von Abe. Oh, sehr schön hier auf Wagnermann. Ja, ja, das leidige Thema Kopfbälle. Sind da hinten aber auch echt Hammer drin, ey. Hier, was ist das? Pff, ich dräng mich zwischen dir. Ganz ruhig hier. Ecke.
Alter. Oh, schade, Santiago. Das Problem ist bei uns, uns fehlen die schnellen Spieler. Deswegen müssen wir da so ein bisschen anders spielen. Das war aber abseits, hat man gesehen. Hä? Dein fucking Ernst? Das ist auch so eine schöne Kunst, die nur anscheinend beim Spieler passiert. Dieses, man hat den Kopfball, aber irgendwie... Irgendwie landet der im Aus, obwohl man woanders hingeköpft hat. Was war das denn? Ich wollte gerade sagen, Alter, das habe ich sogar bei der Vibrationsfunktion meines Controllers gespürt, dass der da einen Bodycheck gemacht hat. Alter. Ach Mann, Juan, Alter, du hast aber auch das Talent heute. Ja, ist klar. Manche Bälle sind so unlogisch. Nein, ich habe auf Burkhardt gespielt. Ja, ganz großartig. Halbzeit. So. Wie sieht's mit Burkhardt? Ach, jetzt haben wir auch, wir haben massiv viel Ballbesitz, alles klar. Ich werde mal Dietsch reinholen für Burkhardt. Erstmal ist Burkhardt K.O. Und zweitens vielleicht mal so ein paar neue Aspekte setzen, so ein paar ungewisse. Wie das zum Beispiel. Schöner Ball, Dietsch. Wie gesagt, Dietsch ist dann nochmal eine andere Adresse als Burkhardt. Ich habe jetzt aber nicht so gemerkt, dass wir so massiv viel an Dings haben, an Ballbesitz. Ehrlich gesagt. Ich ging jetzt eher mit davon aus, dass wir mehr Torchancen jetzt hatten. Das finde ich so bescheuert. Du läufst hin, drückst den Ball zum Zweikampf und er läuft daran vorbei, bobbt da an wie so ein, keine Ahnung, wie so ein. Autoscooter. So, Dietsch. Sorry, weil da konnte ich nicht hinspielen, Juan. Ha! Endlich! Da haben sie aber auch eine Lücke gelassen, die musste man ausnutzen. Da war eine Lücke, die mussten wir ausnutzen. Seht ihr hier, guck. Zack, mit Huang, dann haben sie alle nach unten gegangen.
Und Sverison konnte anschließend dann doch mal reinschauen. Da sind sie alle nach unten zu Huang gegangen. Das war der Fehler von denen. Ah, wunderbar. Wisst ihr, manchmal, also auch wenn Burkhardt echt der Top-Spieler ist, ja? Was macht AB denn da? Kollege. Auch wenn Burkhardt natürlich unser bester Spieler ist und so weiter, also von der Gesamtstärke her. Ich habe manchmal das Gefühl, seine Zeit ist vorbei so langsam. Weil er reißt wirklich nicht mehr viel. Man muss es ganz ehrlich sagen, er reißt nicht mehr wirklich viel. Alter! So, hier wird ausgetauscht. Paqueta kommt für Fernandes. Ja, Moment. Gut, wir tauschen auch mal aus. Hier Huang mal austauschen auf der rechten Seite. Packen wir mal Ellen mal rein. Ja. Das Ding. Ja. Nö. Boah, Dietsch. Der hat erstmal das Star-Wuff. Netz rasiert hier. Sehr schön. So, jetzt ist Alan Fu Huang drin. Huang. Da ist er. Nochmal ein bisschen was Unplanbares hier versuchen bei den Barcelonern. Ich habe so teilweise das Gefühl, dass die sich zwar eingestellt haben auf unsere Stammmannschaft und so. Oh, das ist so ein. Wieder so ein. Aber halt mit sowas wie bei Spedic nicht umgehen können. Ja, schön, dass du dich da hinten hinlegst. So, Barca wechselt auch nochmal. Abbe geht da raus für Saar, das kennen wir ja schon. Und bei uns machen wir auch nochmal Pause. Rossi kommt. Bis zu Saar. Das Problem ist einfach, dass so ein Spieler wie zum Beispiel Sverison, das kann, was bei Burkhardt alleine fehlt. Und das sind Kopfbälle. Sverison Kampf, Kopfbälle. So, erstmal sammeln hinten. Also zwar nicht so nicht göttlich oder so, aber Sverison kann Kopfbälle. Burkhardt 0. So, erstmal hier Testing drücken, grüßen, hi. Ja, wir sind weiter. Sehr schön. Alter, das war aber auch ein heftiges Spiel, ey. Boah, Barca hat es einem echt nicht einfach gemacht. Und wir haben auch nur gewonnen, weil wir einmal eine Lücke ausgenutzt haben. Diese gegen Liverpool. Ah, wir spielen also gegen den jetzigen Titelverteidiger. Da natürlich nicht, aber in der Realität. So, Huang ist aktuell richtig gut drauf. Huang war gut heute. Das war auch der ausschlaggebende Punkt gewesen.
dass wir hatten ja erst unten gespielt zu Huang, dann hat Barca den Fehler gemacht, ist mit der Gemanz, fast mit der gesamten Abwehrmannschaft nach unten zu Huang gerückt. Und so konnte Sverison halt am Ende das Ganze ausnutzen, ne? Das war bei 15. Egal. Egal. So, Preisgeld, sehr schön. Mal spielen wir denn das Finale nicht, dass ich jetzt weit simuliere und dann hier am Ende des Monats. Am 29. Und dann können wir auch schon sehen, ob wir entweder. Aber es sieht danach aus, dass wir Chemnitz verlassen werden, weil Meister scheinen wir definitiv zu werden. Außer die bauen jetzt noch massiv mega Mist. Wagnoman, vor uns liegen wichtigere Spiele. Du weißt das doch. Außer wir bauen nochmal richtig Mist jetzt. Jo. Wir sind Meister. Das heißt, Leute, das ist wirklich unsere letzte Saison bei Chemnitz. Streng dich an. Abgelaufen, Angebot zurückgezogen. Ja, passiert schon mal. Das heißt, ich werde, bevor ich dann die Mannschaft hier verlasse, mit dem Sieg und so weiter, werden wir sämtliche Jugendspieler in die erste Mannschaft holen, die wir holen können. Einfach damit die in dem Kreislauf des Spiels sind, weil wenn wir die Mannschaft verlassen, ist das Problem, dass diese Jugendspieler runtersacken, also nicht mehr vorhanden sind. Kommt Konare, das muss ja wohl. Ja, ich wollte gerade sagen, hier, komm. Nope. Nö. Und nö. So, das letzte Bundesligaspiel. Ja, Meister sind wir definitiv. Habe ich das gerade richtig gesehen? Werder ist Dritter geworden. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Ich speichere jetzt erstmal. Es liegt einfach daran, weil ich keine Lust habe, dass das Spiel eventuell abstürzt. So. In andere Ligen möchte ich jetzt nicht wirklich sehen. Das ist klar. Europa League. Wie sieht es da aus? Das Finale Juventus gegen AC Mailand. Okay. Relegationsspiel steht auch schon fest. Ja, Köln, aber man muss noch warten. DFB-Pokal, Schalke gegen Leipzig und hier ist die Bundesliga. Werder ist tatsächlich Dritter geworden. Traumvorstellung aller Werder-Fans. So Leute, für heute müssen wir die Folge aber mal früher beenden, weil, wie gesagt, das nächste Mal spielen wir dann das Champions-League-Finale. Schauen, ob wir uns diese Saison mit einem Double verabschieden. Von unserer Chemnitzer Mannschaft. Wer also super, wenn ihr ein paar bewerten könntet, denkt an den roten Knopf in dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu unserem letzten, ja, zur letzten Folge, wo wir noch Trainer von Chemnitz sind und dann schauen wir mal, wo es uns dann hin verschlägt. Bis dahin, bye bye!